Moin moin und willkommen an Bord. Ich bin's, euer Captain, und auf jeden Fall heute am Steuer mit relativ vielen Infos. Wir haben aber natürlich auch eine Jobankündigung mit dabei, nämlich einen Comic-Job und auf jeden Fall eine Stream-Ankündigung für euch da draußen. Außerdem haben wir noch eine Ankündigung zum Omi-Staking. Wenn du das Ganze jetzt nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Und ansonsten, wenn du auch mehr von mir auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch auf jeden Fall auch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du da draußen auf jeden Fall kein neues Video von mir und auch keine Infos zu Bibi und Ikumi. Fangen wir mit der ersten Sache an, nämlich ein bisschen Eigenwerbung für mich, nämlich für heute Abend um 20 Uhr bin ich mal wieder live und das Ganze mit dem Viviversum und auch dem guten Energy. Das heißt, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, heute um 20 Uhr Vivi in Chill und ein bisschen natürlich eure Fragen mit dabei und wir schauen einfach mal, was sich da so alles entwickelt. Ansonsten habe ich auch noch eine weitere Ankündigung und zwar habe ich nämlich einen Podcast mal wieder gemacht und zwar in dem Fall mit der guten Kelly, auch unter dem Namen Vivi Fox bekannt, und sie hat ja in dem Fall diesen Vivi X-Tracker gemacht, der sehr, sehr sinnvoll ist. Ich werde euch in dem Fall diesen Podcast hier einmal verlinken, einmal für Soundcloud und einmal für Spotify, wenn ihr daran Interesse habt, euch das einfach mal anzuhören und ein paar Infos auf jeden Fall, was diesen Vivi X-Tracker angeht, mitzunehmen. Ansonsten noch mal eine kleine Erinnerung für heute Abend, und zwar ist es nämlich so, dass heute Abend ja das AMA mit Epico Regal und Ikomi ist, in dem Fall das erste AMA wirklich auch mit Ikomi. Das heißt, ich denke mal, wir werden hier relativ viele interessante Infos bekommen, unter anderem soll es ja auch um das Epico-Verse gehen. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze auch in Richtung Viviverse gehen könnte, beziehungsweise ins Viviverse auch integriert werden könnte. Aber ich denke mal, das werden wir heute Abend alles erfahren. Um 23 Uhr geht es hier los. Ich werde euch natürlich aber für jeden, der das Ganze nicht schafft, anzuschauen, morgen eine Zusammenfassung zu diesem ganzen AMA raushauen. Ansonsten nochmal ein ganz kurzes Update, und zwar hatte ich nämlich doch wieder was Falsches gesagt, nämlich gibt es Canon Crystal, das heißt Play to Burn, dieses Spiel in dem Fall von Cooper, gibt es tatsächlich auch schon in dem Fall für iOS bzw. auch für Android, nochmal hier als kleine Korrektur. Das heißt, wenn ihr das Ganze spielen wollt und einfach Omi burnen wollt, dann verlinke ich euch hier unten einmal diese beiden Links für den Apple Store auch wie für den Google Play Store. Und ansonsten haben wir die Ankündigung bekommen zu Season Ende, nämlich mit dem Giveaway, was Vivi in dem Fall veranstaltet. In dem Fall wird es insgesamt 65 Gewinne geben, Comics wie auch Collectibles. Ich werde euch das Ganze einfach mal unten verlinken, wo ihr dann draufklicken könnt. Aber wenn man sich das mal anschaut, also das sind schon ziemlich viele interessante Collectibles hier mit dabei. Also wir haben hier zum Beispiel den DB5 Interactive Aston Martin, wir haben hier aber auch zum Beispiel den Black Panther zum Beispiel. Also es gibt hier ziemlich viele interessante Collectibles auf jeden Fall mit dabei, die man definitiv nicht verpassen sollte. Wir haben Steamboat Willie, wir haben Golden Moments mit dabei. Also wenn ihr auf jeden Fall die Chance nutzen wollt, das Ganze geht noch bis morgen. Ich denke mal, da habt ihr auf jeden Fall noch die Chance, hier einmal das Ganze mitzunehmen. Voraussetzungen sind auf jeden Fall, dass ihr einen Vivi-Account habt, 13 Jahre alt seid und es natürlich keine Einschränkungen in eurer Region gibt. Als nächstes haben wir wirklich eine sehr, sehr interessante Sache mit dabei, nämlich Staking. Und Staking wird in dem Fall jetzt hier mit Ikomi möglich sein. Und zwar wird das Ganze auf Ascentex möglich sein. Und hier wird man in dem Fall 10% verdienen können jährlich durch das Staking. Das ist schon meiner Meinung nach ziemlich viel im Vergleich zu anderen. Und man kann sozusagen momentan auch jetzt zum Anfang noch an einer an einem Giveaway teilnehmen, was von Ikomi veranstaltet wird. Ich werde zu diesem ganzen Thema auch nochmal wirklich ein ausführliches Video machen. Das wird die nächsten Tage dann online kommen, wo es dann nochmal darum geht, ja, was ist denn jetzt überhaupt hier auch Ascentex, wie funktioniert das Ganze und so weiter und so fort, auch mit dem Staking. Wir werden das jetzt ein bisschen überfliegen. Im Prinzip die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall, dass es in dem Fall, ja, ich glaube, jetzt ist es schon sogar live, dass ihr sozusagen jetzt schon auf Ascentex staken könnt. Es gibt kein Einsatzlimit oder eine individuelle Obergrenze. Es gibt keine Sperrfrist. Es gibt nur eine 7-tägige Unbonding bzw. Unstaking-Periode, wo ihr sozusagen eure Omi-Token nicht abheben könnt. Außerdem könnt ihr ein Instant Unstaking machen gegen 3% von dem, was ihr gestaked habt, als Gebühr. Dann kriegt ihr die sozusagen direkt los und das Ganze ist ab 10% Jahreszins sozusagen verfügbar. Ansonsten fallen halt die Rewards jeden Tag an. Das wird dann täglich addiert.
Wenn ihr in dem Fall den Compound-Modus auswählt, dann bekommt ihr sozusagen täglich so einen ganz, ganz gewissen Betrag an Rewards. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache insgesamt auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da noch in Zukunft so auf anderen Exchanges uns erwarten könnte. Aber das ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt meiner Meinung nach, um hier auf jeden Fall auch OMI noch ein bisschen mehr Nutzen zu geben. Ich finde, Staking ist auf jeden Fall an der Stelle schon eine sehr coole Sache. Und wie gesagt, wie ihr sozusagen den OMI-Token einsetzen könnt, Office Sendex und so weiter und so fort, werde ich nochmal in einem separaten Video machen. Ich werde euch den Artikel auch nochmal unten verlinken, wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen wollt und vielleicht schon vorher anfangen wollt mit Staking. Und als letztes haben wir dann einfach nochmal hier das Comic mit dabei. In dem Fall haben wir hier die First Appearance of Cable. Und ja, in dem Fall New Mutants Hashtag 87 mit exklusiven Rare und Ultra Rare Cover. Das Ganze droppt in dem Fall morgen, das heißt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze natürlich wie immer im Blindbox-Format. Die Cover finde ich jetzt, ja, sind okay. Ist jetzt nicht so wirklich mein Fall, sage ich euch jetzt ehrlich. Ich werde einfach versuchen, zwei oder einen mitzunehmen, einfach um zu schauen, ob ich vielleicht eine Secret Rare bekomme. Aber ansonsten für mich definitiv kein Hodl. Wenn man sich das Ganze auf Go Collect auch nochmal anschaut, ja, ist das jetzt nicht super besonders. Also jedenfalls die Preise sind jetzt hier nicht gerade extrem. Für eine 9.6, in dem Fall 250 Dollar, sind wirklich nicht so viel. Und dementsprechend für mich wirklich ein absoluter Sell, außer es würde eine Secret Rare werden. Und ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass euch diese kurzen Infos hier von diesem Video auf jeden Fall gefallen haben. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne einfach mal ein Like unten unter diesem Video da. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche dir auf jeden Fall draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.